Havard Nielsen, willkommen in Freiburg. Der Weg hierher, kann man sagen, war ein etwas längerer. Sie sollten im Sommer eigentlich schon nach Freiburg kommen. Das hat nicht geklappt. Wie schwierig war jetzt dieses halbe Jahr, das Sie bis dahin hinter sich bringen mussten? Na, erst danke schön. Ich freue mich jetzt sehr, hier so zu sein. Wie du sagst, war es auch wahrscheinlich, dass ich vielleicht auch im Sommer hier gewechselt würden. Aber das war nicht so. Ich hatte dann ein halbes Jahr auch in Salzburg gehabt. Das war für mich ein bisschen so eine schwierige Phase, weil am Anfang hat es eigentlich gut funktioniert. Dann hatte ich leider eine Verletzung gehabt und dann hatte ich nach diesen Sachen auch nicht so viel Spielzeit gehabt. Das war natürlich nicht so schön, aber ich freue mich jetzt, wie gesagt, hier zu sein und mit Freiburg zu spielen. Ist es ein Problem, dass Sie jetzt in dem halben Jahr nicht so viel gespielt haben? Ja, so ein Problem finde ich nicht. Also ich habe auch sehr gut trainiert in dieser Phase und ich habe auch jetzt Zeit bis das erste Spiel hier auch viel zu machen. So ich glaube, das ist kein wirkliches Problem, dass ich nicht so viel gespielt habe in letzter Zeit. Wie sind Ihre ersten Eindrücke jetzt hier von Freiburg, von der Mannschaft? Ich muss sagen, meine ersten Eindrücke sind alle sehr, sehr gut. Die Jungs sind sehr nett und die Stadion, die Trainingsfazilitäten und sowas sind auch wirklich top Zustand. So die ersten Eindrücke von der Mannschaft und auch die Stadt, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut. Mit welchen Zielen sind Sie hierher gekommen? Ja, also erst natürlich ein bisschen in die Mannschaft zu kommen, ein bisschen so mit den Jungs zu kennen und sowas. Und natürlich danach wollte ich auch mich selbst gut zeigen, was für Qualität ich auch habe. Und ich hoffe natürlich, ich kann viel, viel spielen hier. Das ist natürlich mein Ziel und probieren die Mannschaft zu helfen. Ihr Vorteil ist, Sie können auf mehreren Positionen in der Offensive spielen. Welche Position bevorzugen Sie? Nein, also wie du sagst, ich kann eigentlich auf alle die Positionen vorne spielen. Aber ich glaube, ich fühle mich am meisten wohl in diese bisschen mehr zentrale Position vorne, also diese zentrale Stürmer. Aber wir müssen auch ein bisschen schauen, welche Formation wir spielen, welche Spieler dann auch in eine gute Verfassung sind. Aber ich kann, wie gesagt, eigentlich alle Positionen vorne spielen. Aber ich denke, dass diese zentrale Position ist mir am liebsten. Auf der zentralen Position gibt es ja hier einen Spieler, der recht erfolgreich ist, Nils Petersen. Was denken Sie, kann das gemeinsam auch gut funktionieren? Ja, also wie gesagt, ich muss auch erst schauen, wie wir dann spielen. Ob wir spielen mit ein paar Spielen mit einem Stürmer oder zwei Stürmer oder wie wir das machen, aber wie gesagt, das ist eine Position, die ich mag, aber wir haben auch viele andere guten, also sehr guten Spieler in dieser Mannschaft, die auch vorne sehr gut gespielt haben in dieser halben Saison. So ich denke, es wird nicht so einfach, dass ich nur sage, okay, ich gehe direkt rein in die Mannschaft, also so wird es nicht. Ich muss mir gut zeigen und hoffentlich, wenn ich das mache, dann kann ich auch viel spielen.